Willkommen zurück in der finalen Welt von Dungeon in a Bottle. Ich bin gespannt, wie die vierte Welt so aussehen wird. Wir haben ja letztes Mal schon einen kleinen Eindruck davon erhalten, indem wir Level 98 am Ende gespielt haben. Und ich möchte das nochmal einfach, um alle Level der Welt in einem Video zu haben, spielen. Also ich beginne nochmal damit. Sehr schön. Jetzt können wir uns also endlich dem 99. Level widmen, nämlich Upper Body Strength. Ja. Ah, ich sehe schon, wir müssen immer wieder den... Also wir müssen hier abspringen und dann uns hochzukraxeln, indem wir die Sprungrichtung verändern. Das könnte eine Weile dauern, ja. Also die letzte Welt meint es nicht gerade gut mit mir, aber ich bin gespannt. Halleluja, endlich! Level 100! Hurra, hurra, hurra! Da ist ein Stachel, der mich sofort umbringen würde, aber wir müssen daran, weil wir an den Schlüssel rechts rankommen müssen. Ja, das wird spaßig. Dann hochkraxeln, dann da rüber. Oh. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Also ich habe etwas herausgefunden, und zwar gibt es scheinbar eine kleine Mini-Hitbox an den Stacheln, wo man sich auch noch hochziehen kann in dem richtigen Moment. Das bringt uns insofern was, als dass wir uns direkt an diese Plattform heften können. Ich weiß aber nicht, ob das Skill so gedacht ist. Ich weiß aber auch nicht, welchen anderen Weg ich hier einschlagen könnte. Meine Hoffnung wäre jetzt mit einem gezielten Mottensprung und der Spitzhacke mit dem Pickel dann, dass man sich darüber springen kann. Also das wäre jetzt der Weg, den ich einschlagen will. Mal gucken, wann ich ihn auch wirklich umgesetzt kriege. Dispose. Aber warum? Was habe ich euch getan? Ja, viele gezielte Mottensprünge, aber auch einmal genau mit so einer Distanz, dass wir den Pickel auf jeden Fall brauchen. Return to Sender. Mhm. Wenn ich hier abspringe, dann zerfällt alles, oder? Ja, das sind die Dinger wieder. Okay. Problem ist aber, dass die Schaltfläche vermutlich erst dann aufgeht, natürlich. Also das Tor geht erst auf, wenn ich die Schaltfläche betätige. Das Problem ist aber, dass dort dann Stacheln auftauchen.
Ja. Es könnte klappen. Aber ich trau mich mal wieder hier nicht. Doch, doch. Super. Okay. Zwei Schlüssel auf zerfallenden Sachen. Geht das kaputt, wenn ich das anpacke? Nee, aber warum hat das so ein komisches Symbol? Also was mir an diesem Rätsel gut gefällt, wenn jetzt meine Idee stimmt, ist, dass es sehr schön designt ist, dass man auf zwei Sachen hereinfallen kann. Das heißt, selbst wenn ich die eine Sache schon weiß, dann wird die andere Konvention eben so zerbrochen. Und zwar, was jetzt interessant war, war, dass ich erst dachte, okay, ich könnte ja von unten nach oben mich hervorarbeiten und von links nach rechts. Das war schon mal die falsche Variante. Und das andere war, dass ich dann erst dachte, ja, okay, der Schlüssel, der zuerst auf dem Weg ist, den kann ich ja nehmen, dann klappt das schon. Nö. Sehr schön. Das nächste Level, 104. Ich weiß noch nicht, wie ich da... Also die Münze ist mir jetzt erstmal egal, aber interessant ist auch hier mal wieder, wie ich an den Schlüssel hier geraten soll. Ich würde ja denken, dass man hier jetzt wieder so einen Trapezsprung durchführen muss und eben nicht in die Stacheln natürlich reinfallen darf. Aber mal gucken. Ja, so ganz hat es nämlich noch nicht gereicht. So, die Münze habe ich mir gleich mit reingeholt, weil ich fürchte, dass die nächsten Zusatzlevel wieder mehr kosten werden. Aber mal sehen. Okay, ein Stein, der hier jetzt herunterfallen würde. Die Walze. Aber wie komme ich da dann gut mit weg? Verdammt. Ja, irgendwie sowas in der Art. Aber den genauen Plan. Ja, so in der Richtung wäre schon gut. Ach, ich habe diese scheiß Stacheln da nicht gesehen. Okay. Ich fürchte, das wird länger dauern als erwartet. Ich kann mich da nicht mit der Spitzhacke hochhauen. Das reicht einfach nicht. Das war Glück. Pures Glück. Und es kommen die Zusatzlevel. Wie soll ich da denn überhaupt rüberkommen? The Penny Pincher, ja, das kann ich so was von vergessen. Deine Fähigkeiten sind großartig, kleiner Dieb, aber sie beeindrucken mich nicht. Wenn ich aber ein paar mehr Münzen sehen würde, dann könnte ich auch dieses Mal wieder weiterkommen.
Okay, es war schon interessant herauszufinden, wie man da hinkommt. Aber ihr kennt den Drill mittlerweile. Ich versuche ein paar Münzen nochmal nachträglich einzusammeln. Bis gleich. Thank you.
80. 80 Münzen muss man einsammeln, um an diese Stelle auch noch reinzugeraten. Ich hatte fast befürchtet, dass wir wirklich alle Münzen brauchen, um hier reinzukommen, aber es sind nur 80. Gott, also das hat jetzt so viel Zeit gekostet. Aber was soll's? Schauen wir uns die nächsten Qualen einmal an. Supersonic Speed. Okay. Ja, okay, das ist natürlich insofern blöd, als dass ich ja den Schlüssel noch irgendwie brauche. So schnell war ich da wohl nicht. Ja, okay. Ich glaube, ich brauche den Pickel, um mich dann in dem Sprung nochmal zurück zu auf die andere Seite schießen zu lassen. Mal sehen. Ah, das wird interessant. Ich kann gar nicht sagen, wie verschwitzt meine Hände jetzt sind. Oh Mann, das war schon sehr speziell. In Ordnung, jetzt muss ich also immer sterben hier, oder wie? Wie soll ich denn da irgendwie fortkommen? Okay, ich kann einfach durchrennen bei den Stacheln. Also, einfach ist auch so Ansichtssache. Aber okay, ja. Kraxeln, kraxeln, kraxeln. Jetzt habe ich hier mal eine Pause. Das ist nett. Wie komme ich da jetzt lang? Jawohl. Okay, das sieht, glaube ich, einfacher aus, als es ist, aber in Ordnung. Vielleicht gibt es doch mal auch wieder eine kleine Atempause hier. Der Abstand um den, um die Pickelhaube da. Pickelhaube? Um den Eispickel. Kletterpickel einzusetzen, ist nicht so klar. Jahre, Monate. Vielleicht sind es auch nur Wochen, die ich hier brauchen werde. Sah einfach aus, aber war wirklich ziemlich, ziemlich knackig. Was soll das hier werden? Also mal ehrlich, wie soll ich da jetzt rüberkommen? Also selbst wenn ich mit dem, mit dem Kletterpickel darüber, ne? Ich muss ja irgendwie... Ich muss vermutlich wieder meine Richtung ändern beim Sprung oder sowas. Und also bei so einem Mini, bei dieser Mini-Öffnung da. Ah, okay. Okay, okay. Aber es braucht ein bisschen. Gut, es sind ja auch Zusatzherausforderungen, die sollen ja nicht einfach sein. Ich verstehe das schon. Ist langsam ein bisschen ermüdend.
Bitte. Warum kriege ich diesen verdammten Sprung denn nicht hin? Ja! Ja, ja, ja. Ey, fast 5000 Tode und ich komme hier jetzt gleich wieder mit irgendwelchen Zeitdruckkram. Keine Ahnung. Was ist denn da die beste Vorangehensweise? Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Zumindest nicht komplett. Und ich dachte jetzt schon, er würde mich einfach rauskanten hier. Bin ich ja froh. Sehr schön. Okay, das letzte Zusatzlevel scheinbar, die alte Mine. Ja. Ja, okay. Es könnte mit sehr leichten Sprüngen gehen. Ja. Ja, der wird genau so lang extra sein. Der Abstand, dass es genau da mal nicht klappt. Bin allein in diesem Part jetzt schon wieder 1600 Mal, glaube ich, gestorben. Es fühlt sich auch so an. Also. Richtig knackige, harte Level nochmal am Ende, aber alles andere hätte mich auch gewundert. Ich beende deswegen diesen Part jetzt. Doch, wir machen nicht heute die komplette finale Welt durch, sondern gucken uns morgen die letzten Level nochmal an. Scheinbar sind es ja nicht mehr so viele, wenn ich jetzt richtig zähle. 12 Stück plus ein Abschluss. Mal sehen, ob das eine Art Bossfight gegen diesen Penny Pincher wird oder nicht. So oder so, Rhea darf bald wieder das Licht der Oberwelt erblicken und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt darauf wie ich. Macht's gut!